hab's geschafft. Ja, und ich konnte sogar helfen. Helfen? Genau. Wenn du fertig bist, dir eine Scheibe von meinem Erfolg abzuschneiden, könntest du dann endlich das Foto machen? Bist du dir sicher? Ich kann mich ja auch so schon kaum halten. Mach das bescheuerte Foto. Na gut, das Foto. Na, das hat doch prima geklappt. Findest du? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das Ganze ausgegangen ist. Dann hast du ja das Beste verpasst. Habe ich ein Foto gemacht? Und was für eins? Ich borge es mir kurz aus, okay? Juhu! Ja, das dritte Foto und können somit Boso bestrafen, beziehungsweise irgendwas machen mit ihm, aber okay, gut. So, was hat er denn noch hey, zu sagen? Boso. Was erkennst du auf diesem Bild hier? Ich will doch einfach nur... Das ist der Teufel! Blödsinn, das bin ich. Und ich bin dabei ein Kind, denn... Mann, du hast ja echt nicht alle... So, dann bringen wir mal... Baby Boso in das Ding hier zurück. Oder Opa. Gehen wir es Opa. Hallo? Auf diesem Bild hat er schon wieder Nasenbluten. Der Ich habe Baby Boso gerettet. Zu seiner Verteidigung. Dann eben nicht. Du, Opa? Komm mir nicht in die Quere. Einige meiner geheimen Zutaten sind hochexplosiv. Und ich muss mich schon genug konzentrieren, um meinen Papa Parkinson im Zaum zu halten. Gehen wir nochmal zurück und lassen den kleinen Schurken bei Boso. Keine Sorge, ich passe auf deinen kleinen Bruder auf, solange du ausgenockt bist. Nein! Keine Panik! Ich kann gut mit. Ich werde ihm ein paar. Er kann mir jetzt. Ach komm! Baby. Ja, ja! Ist gut, dann gehen wir wieder runter und raus. Und jetzt können wir zu der schönen. Therapiesitzung gehen und da unsere Beschwerde liefern. Ich bräuchte noch. Schon wieder. Guten Tag. Wollen wir noch einmal dieses... Sie wollen den Rauschen... Diesmal gewinne ich. Also. Du stürzt auf Deponia. Elysium stürzt auf Deponia. Verstehe. Sie sind beunruhigt wegen der bevorstehenden Apokalypse. Ja, denn ich bin ein feiges Walross, das sich lieber in seinem Bett verkriecht, als seinen Freunden bei coolen Abenteuern zu helfen. So, so. Ich finde, wir machen Fortschritte. Kommen wir also zum nächsten Bild. Was erkennen Sie? Das ist ja furchtbar. Das heißt, das ist ja furchtbar. Warum zeigen Sie mir das? Interessant. Können Sie mir sagen, warum Sie so degutiert reagieren? Keine Ahnung. Vielleicht was mit Komplexen. Weil ich irgendwelche Komplexe habe vielleicht. Ich meine, ja, ja, ganz sicher. Ich habe ganz tolle Komplexe, die man unbedingt medikamentös behandeln muss. Es ist noch zu früh, um eine abschließende Diagnose zu stellen. Ein Bild haben wir ja noch. Der Tod. Der Teufel. Komm mich holen. Teufel. Ein gut aussehender Teufel. Zugegeben, aber nichtsdestotrotz. Der Teufel. Verstehe. Tja, das klingt wirklich nach einem schweren Fall. Meiner Analyse zufolge sind Sie vollkommen zu Recht deprimiert. Sie leiden unter einer fremden Person, die Ihnen das Leben zur Hölle macht. Da helfen nur noch Psychopharmaka. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen, aus meinem Schrank. Yippie! Bitte was? Hä? Ach ja. Oh weh, ich armes, rückgratloses Würstchen, ich. Das will ich aber auch meinen. Ja, ein Lachen auf dem Gesicht, aber ja, man muss kurz Nase diesen Kacken, Scheißen machen, tun. Ja, wir können mal hier in den Eisschrank gehen. So, alles mal rausnehmen. Brechmittel. Ah, da gibt's nichts mehr zu holen. Dann, machen wir mal Boso fertig.
wenn ich... Hier steht, man soll maximal 2 Tabletten am Tag nehmen. Boso zählt aber für 2. Und er ist frustriert für 10. Ach, was soll's. Ich tue einfach alle rein. Er ist sicher. Dann ist er happy. So ein Shit-Kram. Baby Boso hat die ganze Suppe gegessen. Wie komme ich denn jetzt an die Antidepressiva? Das wäre lustig, wenn er etwas gegessen hätte. Hatte aber nicht. Ja, puh, jetzt sind wir wirklich in der Scheiße, aber... Okay. Was machen wir? Tja, ich sehe keinen anderen Weg, meine Antidepressiva zurückzubekommen. Sag schön brav A. Das mit dem Alphabet üben wir aber nochmal. Und jetzt, das... Jetzt reicht's! Hör endlich auf! Niemand braucht deine Hilfe! Und schon gar nicht dabei, die Welt zu retten! Weil niemand in einer Welt leben will, in der ausgerechnet du den Helden spielen darfst! Du bist kein Held! Du bist ein Riesenarsch! Und du wirst uns alle umbringen! Aber du checkst es nicht, weil wir alle viel zu nett zu dir sind. Ach, Rufus, der meint es doch nicht so. Natürlich meinst du es so. Aber willst du mal wissen, was wir wirklich denken? Wir denken, hau ab! Wir denken, warum stirbst du nicht endlich? Du willst uns doch helfen, oder? Toll! Warum tust du es dann nicht? Warum stirbst du nicht einfach? Wow. Das war... Wow! Mir geht es plötzlich richtig gut. Ich fühle mich so... befreit. Ich könnte Bäume ausreißen. Ich... Oh, Rufus. Alles okay? Boso! Alte Piratensocke! Du bist wieder da! Ja, verdammt. Sieht so aus, was? Also, worauf warten wir noch? Wir müssen zum Rebellenlager. Warte nur kurz, bis ich meinen Mantel angezogen habe. Oh Mann, was für ein Ausraster. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, sich von Zeit zu Zeit mal daneben zu benehmen. Ich war so sauer, so gemein und das erste Mal seit langem so richtig ehrlich. So gesehen, bist du am Ende vielleicht doch einer von den Guten, was? So, bist du dann soweit? Klar, auf geht's. Und du bist dir sicher, dass das Rufus ist? Ganz sicher. Oder glaubst du ernsthaft, dass mehr von der Sorte rumlaufen? Ja. Na gut, du hast mich überzeugt. Ihr dürft rein. Juhu! Garlef, was lungerst du da rum? Und wo ist der Rest? Die machen gerade eine Vollversammlung. Eine was? Was soll denn das für eine Vollversammlung sein, so ganz ohne mich? Oder Janosch? Und du und Liebold seid doch auch hier. Wir sollen die Tür bewachen. Ist denn niemand von der alten Truppe bei der Vollversammlung? Das ist ein Skandal. Ich werde mir diesen sogenannten neuen General mal vorknöpfen. Das geht jetzt nicht. Der General will nicht gestört werden. Und was passiert, wenn der Organon angreift? Wird er nicht. Der Organon hat sich zurückgezogen. Ja, wir können nichts machen, oder? Nix da! Reden, Garlef! Willst du ein, soll ich dir Abführmittel ins Essen rühren? Das wäre der Klassiker. Es gäbe da schon eine Sache. Ich wusste es. Ich will eine größere Rolle. Bitte was? Naja,
Ich habe mir zur Vorbereitung für diesen Job viele Kriegsmusicals angesehen. Und derjenige, der das Tor bewacht, darf nicht mal im Chor mitsingen. Dabei habe ich einen hervorragenden Bariton. Ich könnte der besessene Oberst sein. Greift an, folgt meinem düsteren Blick. Mein Säbel ist gezückt, der Bart juckt wie verrückt. Pff, nee, lass mal. Okay, gut, wir wechseln mal wieder zu den Singen. Ja, und Kanone abfeuern. Da ja, jetzt. Was war das? Ein Angriff starten muss. Der Organon greift an. Ach du grüne Grütze. Leibold! Was denn? Der Organon greift an. Echt jetzt? Ja, Mann. Scheiße. Na los, an die Geschütze. Hier ja, einfach Tür, ein Rahmen, fertig. Rein in die Fragezeichenbude. Hä? Doc, wie sieht's denn hier aus? Schwarz. Düster schwarz. Wie die Farbe von... Ach, egal. Ja. Sag mal, hast du getrunken? Lass ihn doch. Toni, dann hast du hier das Kommando. Nicht wirklich. Wer dann? Das bin dann wohl ich. Dad? Ich meine Seagull? Das heißt jetzt General Seagull. Wie siehst du denn aus? Ich wurde angeschossen und bin ins rostrote Meer gestürzt. Dort hatte sich ein Hai an meinem Bein festgebissen. Ja. Zum Glück kam ein Wal und fraß den Hai. Allerdings mich auch. Im Walbauch kämpfte ich so lange mit dem Hai, bis der Wal einen giftigen Riesenkraken verschluckte, den er dann zusammen mit mir und dem Hai mitten im Scherbenmeer auswirkte. Das erklärt, wie du riechst, aber nicht, warum du General bist. Dein Vater hat einen Plan, Rufus. Hör ihn dir an. Im Gegensatz zu allem, was du versucht hast, wird dieser hier funktionieren. Ich platze vor Neugierde. Wir werden Elysium vom Himmel pusten. Und schon langweilig. Ich hab nämlich... Moment. Was wollt ihr? Aber das könnt ihr nicht tun. Doch, das können wir. Doc hat diese Kanone hier konstruiert. Und als Munition hat Tonis Einsatztruppe einen Organon-Planetenkiller ergattern können. Ich meine, das dürft ihr nicht tun. Das gehört sich nicht. Sie wissen doch nicht einmal, dass wir existieren. Und du willst es ihnen sagen, bevor sie uns in die Luft sprengen? Das war der Plan, ja. Und was, wenn ich fragen darf, machst du dann hier? Das ist kompliziert. Ich bin im Augenblick nicht nur hier, sondern gleichzeitig auch dabei, Goal zu retten. Während ich ebenfalls das letzte Hochboot so lange aufhalte, bis wir an Bord sind. Es stimmt. Er hat sich geklont. Na prima. Als hätten wir nicht schon genug Probleme. Gemein. Ich bin kein Unmensch, Rufus. Du bekommst deine Chance, uns mit deiner Rettungsaktion zu verblüffen. Aber... Nein, nein. Es ist gut, Tony. Lass ihn ruhig noch einmal versagen. Wenn das letzte Hochboot ohne Goal ablegt, können wir Elysium immer noch sprengen. Was sagst du, Rufus? Vertraust du dir selbst genug, um meinem Vorschlag zuzustimmen? Ha! Worauf du wetten kannst. Was ist das? Die Rebellen greifen uns an! Los, Männer! In Gefechtsstellung! Genau, das ist die Gelegenheit, stiften zu gehen. Aber erst einmal raus aus diesen Klamotten. Weg mit dem Scheiß und raus. Das war wohl die letzte Kiste. Der Warentransporter zum Hochboot kann vorerst ausgeschaltet werden. Und jetzt schaue ich mir etwas Cowboy Dodo an. Warte mal. Können wir nicht wieder raus? Ich glaube, da ist ja irgendwie. Wir sind ja rausgegangen mit dem Typen da. Da!
Wir müssen irgendwas noch erledigen. Aber, ach man, scheiße, was ist das für eine Folge gewesen? Drunter und drüber, links und rechts geht's rechts ran und dann links über die Querstraße rauf zur Kreuzung des Imperium. Und leider, was ihr gerade im Hintergrund seht, passiert in der nächsten Episode. Also es ist in jedem Fall ein bisschen für euch ein Cliffhanger gewesen, aber eigentlich gar kein absichtlicher, denn die Folge wäre so oder so zu Ende gewesen. Jo, und was wir jetzt aus dieser misslichen Lage machen, das seht ihr denn morgen.